Nachgefragt in der Hauptstadt bei Eva Quadbeck, der Chefredakteurin vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Grüße ganz herzlich in Berlin. Hallo, guten Morgen. War das gestern so ein Fiesmann-Wärmepumpenschock im Regierungsviertel oder wie muss man sich das vorstellen? Was lief da ab? Also eine Schockwelle ist hier im Regierungsviertel nicht wirklich angekommen. Aber was man schon sagen muss, so eine gewisse Desillusionierung. Die Bundesregierung hat ja geglaubt, dass ihre Klimawende dazu führen wird, dass wir eine Art neues Wirtschaftswunder bekommen, also eine Klimawirtschaftswunder. Und jetzt kann man eben sehen, wenn es dann wirklich um das Geschäft geht, dann sind andere am Zug. Ja, also die Übernahme durch eine US-Firma bedeutet ja, dass das Geschäft eben nicht mehr von einer deutschen Firma gemacht wird, sondern von einer amerikanischen. Die Alternative wäre gewesen, dass es am Ende eine chinesische tut, weil Fiesmann sich nicht in der Lage sah, die Schnelligkeit und auch das, was an Preisdruck dann bei Massenproduktion auf dem Markt sein wird, in Zukunft bedienen zu können. Und dass eine deutsche Firma das nicht bedienen kann, da muss man sich ja mal die Frage stellen, woran liegt das eigentlich? Und das hat bestimmt zu tun, dass uns der Pragmatismus fehlt und dass auch die Bürokratie in Deutschland zu hoch ist und dass natürlich auch wir im internationalen Vergleich tatsächlich einfach nicht wendig genug sind, was die Anpassung der Wirtschaft auf solche Marktverhältnisse angeht. Dabei brauchen wir die Wärmepumpen. Wir kennen das ja schon vom Thema Solaranlagen, Ausbluten in Deutschland. Aber lassen wir das. Wir werden es nicht ändern können heute. Man hat gestern noch etwas in Berlin stattfinden lassen, wovon man eigentlich kaum was mitbekommen hat. Auch heute Morgen spricht kaum jemand drüber. Es gab doch tatsächlich einen Koalitionsausschuss, der allerdings nicht bis tief in den Morgen getagt hat, sondern wohl nur 3 Stunden. Ist da was bei rausgekommen? Gibt es irgendwelche Informationen? Also Stand jetzt ist auf jeden Fall kein Beschluss rausgekommen. Die Erwartung, dass Beschlüsse rauskommen sollten, die ist ja im Vorfeld auch gedämpft worden. Man hat sich eigentlich zusammengesetzt und das ist vorher auch so, zumindest gestreut worden, vor allen Dingen, um atmosphärisch mal miteinander zu reden. Nach dem letzten Koalitionsausschuss, wir erinnern uns, der hatte 30 Stunden gedauert, stand ja dann der Beschluss, dass man sich doch auf das Heizungsgesetz, auf den Heizungstausch geeinigt hat. Und kurz nachdem dieser Beschluss nach 30 Stunden Verhandlungen da war, ist er ja schon wieder auseinandergenommen worden. Die FDP will doch was anderes. Es gibt den Kabinettsvorbehalt des Finanzministers. Es gibt einen Parteitagsbeschluss, dass nochmal das Gesetz geändert werden soll. Und auch die Fraktionen von der FDP steht bereit, den Gesetzentwurf nochmal aufzubohren. Und gestern, der Tag war eigentlich dafür da, dass man die FDP daran erinnert, dass es da einen Kompromiss gibt und dass man sich an den Kompromiss halten muss. Heute in Berlin sind wir gespannt. Es gibt ja dann nach so einem Koalitionsausschuss immer die Hintergrundgespräche und da erfährt man dann, was welche Seite denkt und man erfährt auch so ein bisschen mehr, was eigentlich gesprochen worden ist. Ich gehe davon aus, dass das Thema immer noch nicht befriedet ist und dass man zwar atmosphärisch miteinander geredet hat, dass aber dieses Gerangel weitergehen wird um das Heizungsgesetz. Ja, also wenn wir mal so draufschauen und das Revue passieren lassen, so richtig gut ist es ja gar nicht gemacht. Also das, ich meine die Kommunikation in diesem Fall. Da wird irgendwas schnell rausgehauen, dann muss es wieder halb zurückgenommen werden, dann nochmal ganz anders rumgeändert werden daran und so weiter und so weiter. Also das ist das ein bisschen typisch Habeck oder ist das typisch Bundesregierung? Also hier ist auf jeden Fall ein Gesetz übers Knie gebrochen worden, ohne dass man eigentlich an die Konsequenzen gedacht hat. Also diese Übernahme Fiesmann, über die wir gerade gesprochen haben, ist ja auch durchaus eine der Konsequenzen, die man einfach nicht bedacht hat. Und man hat auch nicht bedacht, was das mit den Leuten macht. Denn es ist jahrelang erzählt worden, Gas ist die Brückentechnologie. Und wenn ihr euch eine Gasheizung in euer Haus bauen lasst, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und darauf hat sich ja auch die Heizungswirtschaft eingestellt. Und dass jetzt der Neueinbau von Gasheizung verboten wird, das kommt ja doch für viele total überraschend und viele Menschen haben einfach anders geplant. Und ja, das ist nicht gut gemacht und dass wir die Wärmepumpen tatsächlich brauchen und dass, wenn wir die Klimawende schaffen wollen, dass das alles notwendig ist. Also diese positive, nach vorne gerichtete Kommunikation, die geht in der Selbstverteidigung, die die Regierung im Moment machen muss, total unter. Ja, Selbstverteidigung ist das eine. Dann gibt es auch Vorwürfe, ganz kurz noch zum Schluss, der so ein bisschen den Nährboden erklärt für so Klüngel, nenne ich es mal, Klüngelvorwürfe im Wirtschaftsministerium. Da macht ja der Wirtschaftsminister selbst Türe und Tore auf dafür, oder?
Ja, es gibt im Wirtschaftsministerium tatsächlich eine Häufung von Verschwägerungen. Ein Staatssekretär mit zwei Geschwistern, die eben auch im Ministerium arbeiten, beziehungsweise in einem Öko-Institut, das dann auch wiederum Gutachten für das Ministerium erstellt. Grundsätzlich scheinen mir diese Leute alle sehr qualifiziert zu sein. Aber das Problem ist natürlich, wenn man so eng beieinander ist, Geschwister oder eben auch verschwägert ist, dass das dann manchmal auch schwierig ist, sich tatsächlich so sehr hart die Wahrheit zu sagen und sich auch wirklich gegenseitig in Frage zu stellen, wenn man einander zu gut versteht. Da sehe ich ein Problem. Immer wieder spannend in der Hauptstadt. Eva Quadbeck hat uns einen Einblick gegeben. Ganz herzlichen Dankeschön dafür.